Grüß euch. Ja, zurück bei Far Cry 4. Warum zurück bei Far Cry 4? Was soll's? Ich habe gesagt, ich spiele nur die Story durch. Grundsätzlich bleibt es auch dabei, gleich einmal vorweg die Frage zu beantworten. Ich werde die 100% nicht machen. Das wird mir einfach zu langwierig und ich glaube, das ist auch so zum Zuschauen. Ich denke, es ist, ja, ich will nicht sagen langweilig, aber es gibt sicherlich Aufregenderes, ganz ehrlich. Nein, warum mache ich das jetzt? Genau einfach, um das jetzt einmal loszuwerden, um diese Frage zu beantworten. Und um ein bisschen noch schnell zu erzählen, wie es jetzt dann weitergehen wird mit dem Kanal. Was? Schnellreise möchte ich dahin machen. Oh Gott, ich hätte auf. Zurzeit nicht möglich. Wieso das? Wieso kann ich nicht schnell reisen? Ha, jetzt kann ich wieder nicht das quatschen, was ich will. Ah, deshalb. Oh, Mr. Gale. Tja, das war's dann wohl. Jetzt gibt's keinen Mord und Totschlag mehr? Hängst du den Raketenwerfer an den Nagel? Gut, gefällt mir, was du hier alles erreicht hast. Ziemlich schade, dass du bald wieder gehst. Du wirst ihn zu den Akten legen. Als Staubfänger. Außer? Es gibt noch was zu erledigen. Hm? Offene Rechnungen? Leute umzunieten? Ganz genau, Donald. Ich bin Yogi, du Sack. Tüte. Tüte? Diesmal nicht. Dankeschön. Okay. Ja, das kann ich jetzt auch gut lesen. Aber egal. Also. Nochmal. Ja, ich fange jetzt halt einfach nochmal an. Die Mucke ist schon wieder geil. Und ja, also die 100%, die werde ich nicht machen. Die habe ich nicht vorzumachen. Eben aus den schon erwähnten Gründen. Und ich mache da jetzt einfach nur noch, ich habe mir gedacht, damit es nicht so fad ist, schnell an Außenposten. Und erzähle euch jetzt ein bisschen, wie es weitergeht. Also, die nächsten paar Tage, das werden so 4-5 Tage sein, jetzt über. Die Truppen dort sind ohne ihren Anführer recht unorganisiert. Okay, da kann ich nicht. Das ist keine Mission. Du solltest sofort einen Angriff starten, solange sie noch geschwächt sind. Ja, die Festung ist frei, erzählt's mir da jetzt nur, die könnten wir uns auch anschauen. Aber weiß ich nicht, ob das nicht zu langwierig wird jetzt. Das sollte eigentlich nur kürzere Folge werden, um das eben ein bisschen anzukündigen. Also, ich werde jetzt einmal in den nächsten paar Tagen werde ich nicht da sein. Das heißt, ich fahre fort. Das ist jetzt dieses ganze lange Mai-Wochenende, werde ich nicht da sein. Und da kann ich natürlich dann auch entsprechend nichts aufnehmen und nichts machen. Und ich sollte ja ein neues Projekt eigentlich starten, das muss ich natürlich auch. Und ich bin eigentlich noch am Überlegen, was das sein wird. Ihr könnt mir dazu gern noch in die Kommentare was reinschreiben, was ich denn so vielleicht als nächstes machen sollte. Ich zocke jedoch nicht alle Games, das sage ich auch gleich. Also was ich definitiv nicht zocke, das sind Sportgames, FIFA, Fußball, sowas in die Richtung. Das denke ich einmal ist auch nicht so wirklich Let's Play tauglich. Für meine Art, wie ich spiele, es gibt ja genug, die das machen. Und aber ich denke, es passt nicht so ganz zu meiner Art und auch, naja, ich will nicht sagen, dass es mir überhaupt nicht taugt, aber das ist halt nicht so mein... Meine Favorite Games sind diese Fußballspiele an und für sich nicht. Gran Turismo, ja, das habe ich glaube ich eh schon angekündigt. Da habe ich ja das Problem, dass mein Lenkrad nicht mitspielen will im Moment. Also das funktioniert einfach nicht. Und ja, und das ist halt ein Problem, weil ohne den gescheiten Lenkrad wird das nichts. Und deshalb geht es auch leider momentan nicht mit Gran Turismo Videos weiter. Habe ich den da hinten nicht erwischt? Dann schieße ich ihn halt von da in Bosch. So, einmal. Und er ist auch erledigt. Sehr gut. Also, Gran Turismo Video gibt es auch nicht. Was mich eventuell
Naja, oh ja, schon interessierend. Ist zwar auch nicht mehr ganz brandneu, gebe ich zu. Aber das wäre Battlefield Hardline. Da ich ja an und für sich so Battlefield ziemlich alles gezockt habe, habe ich mir gedacht, ja, das würde ich mir ganz gern mal anschauen. Und zwar meine ich da jetzt wieder die Kampagne. Multiplayer ist auch nicht so meins, überhaupt zum Let's Playen und so ist nicht so ganz meins, also deshalb wieder Kampagne. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen, weil mich das natürlich auch in einer Form interessiert, das Spiel. Ich habe mich auch bis jetzt nicht, also ich habe mich zurückgehalten, ich habe nur einmal ganz kurz reingeloopt, also ich habe keine Ahnung, um was es eigentlich in dieser Story geht und. Also das wäre auf alle Fälle was, was mich auf alle Fälle interessieren wird. Also Battlefield Hardline, das ist das, was mir so in den Sinn kommt. Aber wie gesagt, bin jetzt die nächsten paar Tage bin ich nicht da. Kann auch nichts machen und ja, so in der ersten Maiwoche schätze ich mal, dass ich dann aufnehmen werde und ja, dass dann auch das Let's Play dazu gibt. Es ist noch dazu ein kürzeres Projekt, also ich schätze, das ist um einiges kürzer, das geht auch ein bisschen schneller, dass man das durchzockt und dann werde ich mich als nächstes wieder orientieren, versuchen wieder was absolut Neues rauszuhauen, also irgendein Spiel, was ganz neu released wird. Was sind das für Kollegen da unten? Was können die? Achso, ich habe das Fernglas auch. Okay, das sind also... Schauen wir da mal. Gut, einer sitzt, ein Hund haben sie auch. Okay. Gut. Wie gesagt, den Außenposten, der da hinten schon raucht, den würde ich ganz gern machen. Ja, der kniet ein bisschen blöd. Ich würde da ganz gern probieren, ob ich mit die zwei mit einem Schuss erlegen kann. Aber der ist leider ein bisschen zu tief unten. Ich würde zwar beide treffen, aber den zweiten wahrscheinlich nur in den Fuß. Na, jetzt geht's vielleicht. Jawohl! Haha, das war's doch wert, oder? Greifst du mich an? Naja, ich weiß es nicht. Du stehst mir da zu nahe beim Außenposten. Wenn du mich entdeckst, greifst du mich sicher an. Und deshalb muss ich das leider auch beenden. Sorry, lieber Hund. Aber das wird unangenehm. So, okay. Also. Ja, das haben wir auch noch immer. Jetzt, also ich muss ja die gar nicht mehr durchsuchen. Gott, ich möchte eigentlich nur noch den... Das ist schon so die Macht der Gewohnheit. Irgendwann geht das in Fleisch und Blut über, dass man die einfach durchsuchen muss, die Havara. Aber jetzt machen wir noch schnell den Außenposten da. Und das dreht sich ja, sollte es sich ja eigentlich in der Folge drehen. Wird wahrscheinlich wieder ein bisschen länger werden. Kommt drauf an, ob ich den jetzt beim ersten Mal schaffe oder ob ich da fehle. Lassen wir uns einfach überraschen. Auf alle Fälle, den Außenposten gibt es jetzt in der Folge. Komme, was wolle, der wird gemacht. Wie man sieht, kann man sich da wieder mal von oben nähern. Das haben wir eh schon lange nicht gehabt. So, das heißt, mal die Alarme auskundschaften. Da wäre einer. Den könnte man eigentlich gleich erledigen. Achso, das habe ich ja eh schon. So. Da unten geht einer rum. Na, ich schaue zuerst, wo die anderen sind. Dann, weil ich werde wahrscheinlich die Position wechseln müssen. Das heißt, da ist der zweite und da unten steht der dritte. Der ist natürlich relativ gut abgedeckt. Da kann ich nur probieren, ob ich den vielleicht von da drüben dann erwische. Von hier, dass ich da rüber schauen kann und da zu den Alarm hinsehe. Aber die zwei schalte ich mal da von oben aus. Der geht jetzt eh weg. Das trifft sich mal ganz gut. Ah, er steht noch da. Jetzt geht er weg. Mal ein Alarm erledigt. So, das ist der zweite. Und jetzt machen wir Position wechseln. Oh, die sehen mich, die sehen mich, die sehen mich. Ach, wieder irgendwelche Tiere.
So. Falls die einen Granatwerfer haben, weiß man ja nie so genau, die Kollegen. Ja, genau das habe ich mir jetzt so vorgestellt. Oh Gott, schnell drücken. Oh, das war eine Granate. Das war nicht so gescheit. Ah, das... Ich wollte eigentlich den Molly. So. Ja, deshalb muss man diese leider unbedingt erledigen. Naja, jetzt habe ich die Granatwerfer am Hals. Das ist eh klar. Wir haben aber wirkliche Ahnung haben sie nicht, wo ich bin. Das sind so ein paar Schüsse ins Blaue, würde ich sagen. So, das ist ja gar nicht der Außenposten. Mein Gott, na bin ich dämlich. Der Außenposten ist da unten. Da ist er. Aber sie haben mich noch nicht gesehen. So, und jetzt hoffe ich, dass ich da irgendwie auf den dritten Alarm noch hin. Der ist erledigt. Ja, klar, jetzt sehe ich ihn mal wieder nicht. Blindes Huhn. Ja, da ist eine Karma-Mission auch, aber ich kann nicht alles gleichzeitig machen, Freunde. So, da drüben stehen die Typen. So, da wäre der dritte Alarm. Da muss ich nur noch auf diesen Kasten hinschauen können. Das ist da jetzt natürlich ein bisschen doof. Probiere ich mal darum. Ah ja, genau, das habe ich mir richtig vorgestellt. Oh, da hinten jetzt. Ach Gott, Freunde, ihr nervt's. Oh, da war eine Geisel auch. Die habe ich zu spät gesehen. Egal. Ja. Die kommen jetzt daher, ne? Egal. So. Scheiße, die sind schon ganz nah. Du kannst wegrennen, aber entkommen tust du nicht. Oh, das war knapp. Haha. Ich mach's schon wieder extrem spannend, ich weiß. Oder fehlig, je nachdem, wie man es interpretiert. Aber ich möchte vorher noch. Hinten ist der. Da kommt man einfach nicht an den Kasten ran. Jetzt habe ich ihn. Da ist er. So, jetzt kommt zumindest einmal keine Verstärkung mehr. Das ist schon mal was wert. Und jetzt werden wir da halt loslegen. Da oben stehen ein paar Dicke rum. Dann hätten wir da noch ein paar Scharfschützen. Die könnten wir eigentlich auch noch von da erledigen. Die Leichen werden hoffentlich auch nicht so schnell gefunden, wenn sie am Dach stehen. Das ist einmal der eine. Dann da vorne ist noch ein Scharfschütze, habe ich gesehen. Jawohl, den haben wir auch. Gut, da oben steht dann sowieso noch einer rum. Ist zwar kein Scharfschütze, aber der steht da auch nur so rum. Okay. Naja, super. Ja, der Gale könnte in der Nähe sein. Das ist richtig. Ich weiß nicht, haben sie mich jetzt schon entdeckt einmal überhaupt? Oh ja, der eine hat mich doch schon entdeckt. Oder bin ich dem entkommen? Egal. So, da unten rennt der Dicker rum. Keine Spur von ihm. Ja, sowas. Keine Spur. Wo ist denn der da jetzt? Da war doch gerade einer. So, auch der ist erledigt. So, dann rennt der wieder am Dach oben. So, diesmal haben wir ihn aber.
Okay. Die Dicken machen wir dann im Nahkampf. Jetzt schauen wir, ob sonst noch ein paar. Oder ist das schon der letzte Dicke, der da rumrennt? Zwei Dicke sind es noch. Na, die werden wir uns jetzt schön langsam vorknöpfen. Leise. Probieren wir es einmal auf leise. Da steht jetzt da oben. Da steht noch einer. Da oben. Ich habe ihn gesehen. So. Ah, die rennen da jetzt rum. Der eine rennt da oben rum irgendwo. Okay, der klettert darauf. Der eine war da drüben. Ah. Ist er das? Nö. So. Oh. Ja, Alarm könnte es keinen mehr auslösen, Freunde. Komm, 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 komm. Jawohl. Hey. Fang mich doch. Spiel mal ein bisschen Katz und Maus mit denen, ha? So, wo ist denn der eine Lustige, der wir da gesehen haben? Da oben irgendwo wahrscheinlich. Okay, der ist jetzt hinter mir. Was kannst denn du? Wo willst denn du Alarm schlagen, du Wurstkopf? Komm her! Na gut, ha? Blöd. Der Alarm kaputt ist. Ah, schaut dir das an, der. Ja, fragt sich nur wem. Wo rennst denn hin, Vogel, Alter? Muss ich dir nachrennen? Naja. Ich jag dich. Geil. Ja, da haben wir wieder einen Außenposten. Nicht unentdeckt, aber zumindest ohne Alarm. Das ist ja auch schon mal was wert. Und ja, ich denke, ist eine schöne lange Folge geworden. Und ich hoffe, die Fragen sind jetzt soweit beantwortet. Nochmal kurz zusammenfassen. Also keine 100%, die mache ich nicht. Und wahrscheinlich Battlefield Hardline. Ihr könnt es mir aber gern noch in die Kommentare schreiben, was ich denn sonst auch noch zocken könnt. Seid aber dann bitte, bitte nicht böse, wenn ich es dann vielleicht doch nicht tue. Ja, also ich sehe das wirklich als Vorschläge. Aber es muss auch irgendwie, sage ich einmal, einfach ein bisschen zu mir passen, das Game, damit ich das auch recht entspannt zocken kann und damit ihr auch euren Spaß habt damit. Ja, ganz einfach. So, ich denke jetzt, dass es das jetzt endgültig mit Far Cry war, was ich herzeige. Und ja, paar Tage Pause, dann geht's weiter. Bis dahin, Dankeschön fürs Zuschauen und... Pfiat euch!